Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kona. Wir haben hier in unserem eisigen Abenteuer beim letzten Mal ein paar Fortschritte gemacht. Und ich habe mal ein bisschen nachgedacht und ich glaube, ich habe eine Theorie. Und zwar sind zwei der vier, wir gehen mal kurz auf unser Notizbuch. Also, wir sehen hier Notizbuch, eisiges Geheimnis, da müssen wir hin. Hier, ein eisiges Geheimnis. So, wir sehen, dass wir zwei Eisstatuen hatten oder zwei eingefrorene Menschen. Und zwei Geister oder zwei Lichtgestalten sind in diese Eiswand gegangen. Jetzt haben wir eine dritte gefunden. Wenn meine Theorie stimmt, dann wird diese dritte, wenn wir das nächste Mal da sind, auch da reingehen. Das heißt, wir brauchen theoretisch jetzt nur noch eine finden. Also das wäre jetzt so meine Idee, denn dann würde das alles Sinn ergeben. Ja, als nächstes auf dem Programm steht, wir haben ja beim letzten Mal hier rumgesucht, wir wollten dieses Schneemobil in Gang setzen, weil wir da oben rein müssen. Das ist leider, hat das nicht funktioniert. Jetzt möchte ich mich um zwei Dinge kümmern in dieser Folge. Nummer eins, ich möchte mich darum kümmern, hier um diese, ja, dieses mysteriöse Eisding hier wieder zu, zu fotografieren und zu gucken, wo uns das Ding hoffentlich hinbringt. Und als zweites, muss ich mal schauen, okay. Und als zweites würde ich sehr gerne mich darum kümmern. Hier ist aber schon wieder nichts mehr drauf, ne? Nö. Dann kann ja theoretischerweise, könnte, aber wo soll das denn hinführen? Das wäre ja auch ein bisschen unsinnig, ne? Schauen wir mal, also das wäre quasi dann hier so seitlich davon weg, da lang. Schauen wir mal. Wegwerfen. Gucken wir mal, ob wir was finden. Nein. Nee, das ist hier alles wieder Quatsch, aber wir wollen mal kurz auf unsere Bilder gehen, denn etwas Interessantes gibt es da noch, und zwar diese genau, das hier. Schauen wir mal kurz. Bilder, Hamilton, hier. So, nein, ich will das... Ah, nein! Mein Gott, ne, fick doch die Hölle, ey. Ich will da drauf, denn da gibt es etwas Interessantes. So, reinzoomen. Hineinzoomen. So, da muss ich mir das hier mal kurz angucken, hier. Nicht wegwerfen. Sag mal, was ist los? Was ist los mit euch? So, ich will nämlich sehen, aber komme ich da nicht mehr näher ran? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig und dann ist das ja auch noch relativ dunkel. Ich muss nämlich versuchen, natürlich diese Dinger hier zu finden. Dafür müssen wir erstmal wieder in unser Auto. Diese Stecknadeln scheinen ja irgendwelche interessanten Orte abgepasst zu haben. So, hier, das haben wir rausgenommen. Wir müssten theoretisch, ja, ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass wir da vielleicht noch was finden, aber das kann ich natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Dieses Ding, was wir da repariert haben, das war natürlich auch der größte Fail des Jahrtausends. Das hat uns natürlich auch überhaupt nichts gebracht, da irgendwas zu reparieren. Das Ding ist kurz danach wieder in die Luft geflogen. Also relativ unsinnig. So, da schauen wir mal, wo wir hier jetzt landen werden. Hoffentlich irgendwo, wo es Sinn hat. Das würde ich wirklich sehr bevorzugen. So, was war das hier? Wir müssen ja auch auf unsere Umgebung ein bisschen achten. Schauen wir uns das mal an. Steigen wir hier mal aus und gucken, ob wir hier eventuell was finden, was uns weiterbringt. Ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, aber schauen kostet nichts. Was haben wir da? Das hier ist Holz. Holz bringt uns tatsächlich nicht viel. Eisenwaren, Karls Inventar ist voll, eine Zange. Gut, wir müssen Inventar loswerden, das sehe ich schon. Wir nehmen nichts, dafür legen wir aber was ab. Eisenwaren legen wir ab zweimal. Dann legen wir die Spitzzangen ab, dann legen wir den Hammer ab, die Axt behalten wir, dann legen wir die Flasche Bier ab. Dann legen wir Klebeband behalten. Voller Benzin.
Benzinkanister ab. So, und dann haben wir auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen Platz hier geschaffen. Dann nehmen wir einmal Holz mit. Das ist wichtig. Was haben wir hier? Eine Zange. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber wir nehmen sie einfach mal mit. So, hier haben wir auf jeden Fall schon wieder Wölfe, die hier auf jeden Fall ein bisschen ihr Unwesen getrieben haben. Was haben wir da? Eine leere Flasche. Davon haben wir mittlerweile wirklich genug. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier im Wald, wenn wir hier noch ein paar Meter reingehen, ob wir irgendwas finden. Aber ich denke mal, ehrlich gesagt, eher nicht. Das ist mir auch ein bisschen zu riskant jetzt hier. Ich will lieber noch ein bisschen weiter auf Erkundungstour hier gehen. Ich muss ja den Wölfen auch nicht unbedingt direkt über den Weg laufen. Das ist ja auch nicht notwendig. Wir haben nämlich gesehen, die können im Zweifelsfall schon relativ gefährlich werden, wenn man sich denen so nähert, dass die das nicht mehr lustig finden. So. Ja, da oben ist noch ein Haus. Ja, das wird in der Tat ziemlich schwer werden, hier jetzt den richtigen Punkt zu finden anhand dieser Karte. Was haben wir denn hier? Uiuiui. Stopp, stehen geblieben, aussteigen. Seht euch das mal an. Also hier haben wir einen weiteren von diesen Eisklötzen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den hier noch nicht fotografiert haben. So, jetzt gucken wir mal, wo die Fußabdrücke hinführen. Die führen hier in diese Richtung tatsächlich. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Der Bereich muss mal wieder laden, als ob ich irgendwas anderes erwartet hätte hier. Na los, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Schauen wir mal hier. Da oben ist das, ja, das Bild können wir jetzt langsam wegwerfen. So, was haben wir denn hier? Eine Eis... Oi! Oi, 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 oi. Alter. Oh mein Gott, die hätten mich jetzt zerpflücken können, wenn sie gewollt hätten. Ausrüstung, da nehmen wir mal dringend und ganz schnell hier unsere Axt in die Hände. Falls die Viecher wiederkommen. Ich hoffe natürlich, dass sie sich verdünnisieren. Okay, hier ist also jetzt Vollgas, würde ich mal sagen, in dieser Eishöhle. Was haben wir denn hier gefunden? Ach du. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Okay, 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 okay. Da komme ich nicht rein. The cold seemed to be more brutal here than anywhere else. Das kann ich vergessen. Into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Okay. Also das kann man sich hier definitiv mal merken. Ich glaube, das ist auch einer dieser Punkte, wo man theoretisch sogar hingehen sollte, aber das ist ja krank. Also da kann man auf jeden Fall nicht reingehen. Das kann man definitiv vergessen. Und reinfahren wird man da auch nicht können. Also alter Schwede, da sind wir mal eben kurz fast wieder abgekratzt hier. Lecko funny. Wahnsinn. Okay. Ja, ob man da mit einem warmen Mantel reinkommt, weiß ich auch nicht. Wir brauchen jetzt erstmal hier überhaupt irgendeine Hütte. Und die nächste wäre quasi, schau mal kurz in die Karte, boah, ich sehe nichts, ich bin halb tot. Die nächste wäre da oben, da wäre die vom Doktor und upsala, da unten, schauen wir mal, ja dazwischen, okay, da muss ich also da in diese, ich muss ja, das müssen wir jetzt irgendwie noch schaffen. Ich hoffe mal, dass wir das schaffen, wir sind nämlich gut am Frieren gerade hier. Das wird auf jeden Fall wieder eine knappe Kiste. Also diese Höhle, die können wir uns da auf jeden Fall merken. Aber ich muss direkt mal dabei sagen, das wird ziemlich krank. Da, ja, in irgendeiner Art und Weise, da ist schon wieder was. Habt ihr das gesehen? Da war schon wieder so ein blaues Ding. Ja, also da reinzukommen, das wird unmöglich, wahrscheinlich. Ich wüsste jetzt gerade nicht wie, außer wir kriegen vielleicht diese Eiswand da aufgelöst, keine Ahnung. Dafür müssen wir aber erstmal noch was finden. Hier ist auf jeden Fall auch wieder Eis ohne Ende, Haus des Patrioten. Na, das hört sich ja wieder nicht so erfolgsversprechend an. Ich hoffe, da sitzt jetzt nicht wieder irgendeiner mit einer Knarre drin. Hier ist auf jeden Fall wieder richtig viel von diesem Eiszeug. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, wo das alles hinführt. So, a heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air.
So, wir machen hier erstmal, da sind keine Waffen mehr drin. Ey, du wirst doch wohl hier einen Kamin haben, Kollege. So, du hast einen Kamin, sehr schön. Einmal Feuer machen. Bumm. So, also den Tod mal wieder abgewendet. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so alles drin haben. Was haben wir hier? Da ist eine Kurbel, aber hier ist ein Brief, oder? Ja, das ist ein Brief, aber den soll ich irgendwie nicht rausholen, oder wie sieht das aus hier? Komm schon, da ist er doch. Back Rations then, in Mitteilung. Africa and elsewhere, people were ready to take up arms to stand against the yoke of English imperialism. In Montreal, mailboxes were blown up, abductions were carried out, and violent manifestos were distributed to media outlets. But around here, in the great northernmost, all a man could do is curse out loud against a faraway evil and pray for the revolution to arise. That man, by any reckoning, was from that very stock. Okay. Ja, so viel dazu. Ihr habt ja mitgelesen, denke ich mal. Tja, hier ist einiges. Hier ist einiges. Ein Geldbeutel. Seems like that pig had a name after all. Okay, der Kerl hatte also auch einen Namen. Was haben wir denn hier? Hier gibt's einiges Interessantes. Quench the drunkard's thirst. Aha, Sherry für den reifen Geschmack. Okay, weißer Whisky. Zu viel gibt es in dieser Kategorie nicht. Gut, hier finde ich doch bestimmt diesen Alkohol, den der alte Typ haben will, oder? Das wäre doch gelacht, wenn ich den hier nicht finde. Schauen wir mal. Mach das mal an hier. Kann ich das anmachen? Warum ist es hier auf einmal so hell? Ah, wegen dem Feuer bestimmt. Okay, so, was haben wir denn da? Carl knew right away that the owner of this place wasn't a copper collector. Kupfersammler. No, ah, this Kuribu was a junkman's base of operations. Okay, Kuribu the guy definitely zubereiten. Seemed like quite the expert in scavenging scrap metal, with or without permission, surely. In the right hands, red metal could sell like hotcakes. Ja, das ist normal, aber wie kriege ich jetzt diesen Kuribu hier hin? Also da wird auf jeden Fall Bier für notwendig You had sein, to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Okay. Tja. So sieht das aus. Weißen Whisky. Die Frage ist, wie mache ich sowas? Hat er die Zutaten hier? Ich hoffe mal, aber ich kann irgendwie mal wieder nicht davon ausgehen. Das wäre ja zu einfach. Wahrscheinlich brauchen wir Bier. Bier werden wir auf jeden Fall brauchen. Bier und Wasser. Kann das schon reichen? Ich denke nicht, oder? Das wäre zu einfach. Aber wir schauen mal. Wir holen erstmal ein bisschen Bier. Gucken uns dann auch mal direkt hier um. Das ist ja nicht unser Truck, deswegen schauen wir mal, ob wir hier trotzdem mal reingucken können. That truck had obviously okay. seen its share of gravel roads. Ja, Carl wasn't a mechanic, but he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. With that cold, however. Tja. So, erstmal kurz was ablegen. Schauen wir mal. Flasche Wasser haben wir dabei. So, was sollten wir nehmen? Wir nehmen am besten mal eine Flasche Bier. Dann nehmen wir eine. Ja, so. Was haben wir da noch gehabt? Dann haben wir hier eine leere Flasche. It was more likely that it would wait until next spring to wake up. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können oder ob wir da noch irgendwas anderes finden müssen. Wahrscheinlich schon. Was Rock haben wir denn music hier? Invaded the minds of Rock men, even in the remotest of places. The man didn't own a turntable, though, so there's that going for him. Okay, da fehlt aber noch irgendwas. Irgendeine Zutat fehlt. Ein Ständer für Gewehre. Irgendeine Zutat fehlt. Ich frage mich nur, welche. Wahrscheinlich helle, wahrscheinlich dunkler Whisky oder was weiß ich. Jetzt muss ich mich hier noch auf die Suche nach Alkohol machen. Ey, das gibt's doch nicht, Mensch. Was haben wir denn hier? Hoppa, da war da was. Was war denn da hier? Das sind Kippen, oder? 5 Zigaretten, eiskalt. Okay, hier haben wir einen Schießstand, einen kleinen. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Okay. Granted, Carl thought,
there wasn't much in the way of passersby around here. Haus des Patrioten. Tja, ja, so ist das alles. Mich fuckt das jetzt ein bisschen ab, dass ich hier die andere Flasche nicht finde. Das fuckt mich nicht nur ein bisschen ab, das fuckt mich sogar ziemlich ab, aber was willst du machen? Ich würde echt gerne das Zeug rarely made a stop in the area. Thankfully, the lake served as a pretty good backup dump for those times when the bin started overflowing. Ja. So viel dazu. Ja. Da ist eine Kühltruhe. Das wäre doch jetzt schön, wenn in der Kühltruhe jetzt einfach mal dieses Zeug drin wäre. Schon fertig gebraut. Brauche ich nichts mehr machen. Das wäre doch was, oder? Und? Eine Flasche Bier. Ja, Bier habe ich. Ich brauche kein Bier. Was ist da? Vier Streichhölzer. Da an das Zeug hier, was in diesen Fässern bestimmt drin ist. Da muss ich dran. Das ist das, was ich brauche. Unfassbar. So, da wollen wir mal zusehen hier. Das ist ein bisschen you doof, had to ne? be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Oh, nee, das fickt meinen Kopf hier jetzt, ey. Ich will dieses scheiß Zeug jetzt brauen. Mein Gott, nee. Inventar. Leere Flasche. Verbrauchsgüter, Flasche Bier, Flasche Wasser. Eine Flasche Wasser brauche ich nicht. Leute, das ist doch zum Verrücktwerden hier. Na gut. Jetzt ist die große Preisfrage. Also das hier ist ja schon mal ganz klar. Wo uns das hier wahrscheinlich wieder hinführt, da kann ich ja raten, da in dieses komische verkommene Höhlending. Da will ich aber nach am besten nicht mehr hin zurück. Ablegen. Wir legen mal jetzt wieder ab hier. Was legen wir ab? Eine Flasche Bier, die scheinen wir ja nicht zu brauchen. Eine Petroleumlampe, die scheinen wir zu brauchen. Wir haben sonst aber auch nichts mehr dabei. Ne? Hier haben wir nur Bier. Hier haben wir leere Flaschen. Ja. Leere Flaschen bringen auch nichts. Oh Mann. Oh, ich krieg zu viel. Was haben wir hier? Eine Leuchtkugel. Ja. Bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter, ne? Muss man mal auch ganz klar so sagen. Gut, wir schauen natürlich mal. Vielleicht bringt uns das Zeug ja hier irgendwie nochmal wohin. Also da sollte man auf jeden Fall nicht einfach so vorbeigehen. Das ist relativ klar. Wir schauen mal, wo wir da eventuell landen würden. Ob das hier weitergeht, das sieht tatsächlich so aus, als würde es hier weitergehen. Schauen wir mal, wo uns die Abdrücke hinführen würden. Nirgendwo. Hier ist nicht der passende Weg. So, dann schauen wir mal hier. Auf der Seite. Ganzen Polaroid-Fotos verschwinden langsam. So, und hier ist dann nämlich wieder Schluss, ne? Oder? Wie sehe ich das? Ja, hier könnte man jetzt theoretisch den Weg lang gehen. Das hier wäre alles noch, aber die Frage ist, bringt uns das wieder dahin zurück, wo wir ursprünglich hergekommen sind? Dann bringt uns das nämlich gar nichts. Und ja, das hat dann auch dementsprechend wenig Sinn. Schauen wir mal hier. Wir müssen im Prinzip diesen Fußspuren hier folgen. Aber hier ist dann auch wieder Schluss, ne? Da geht es nicht weiter. Was ist denn da auf der anderen Seite? Gucken wir mal. Okay, doch hier geht es tatsächlich weiter lang. Hier wieder. Und dann sind wir, glaube ich, fast da, wo wir hin müssen, ne? Beziehungsweise sind wir dann wieder an dieser eisigen Höhle, ne? Ja, das hat keinen Sinn. Also an dieser Eishöhle, da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Das hat 0,0 Sinn.
da erfrieren wir quasi sofort. Und da auf die andere Seite sollen wir, glaube ich, nicht. Also das können wir uns auch sparen, hier jetzt wieder weiterhin zu gehen. Die Frage ist, warum geht der Ursprung von diesem Patriotenhaus aus? Also das, diese Frage, die muss man sich natürlich stellen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Der Ursprung, also das erste Eisding, geht von da aus. Das ist schon komisch, würde ich sagen, weil, ja, was hat er damit zu tun? Was hat der damit zu tun? Also das ist alles nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß echt nicht, wie ich hier jetzt am besten weitermache. Die Frage ist, ob man mit diesem warmen Mantel da reingehen könnte. Das wäre natürlich eine super Sache. Aber das ist auch alles wieder nur Spekulation. Wir sind ja jetzt auch schon beinahe in jedem Haus gewesen. Das kommt ja jetzt auch noch mit dazu, dass uns langsam ehrlich die Optionen ausgehen. Ne? Wir müssten theoretischerweise normal, müssten wir jetzt zurück zu diesem Haus und müssten da dieses Schneemobil fertig kriegen. Aber auch dafür fehlen mir ja leider Sachen. Und ich weiß nicht, wo ich diese scheiß Sachen herkriege. Und das ist natürlich auch, wie soll ich das sagen, im besten Falle bitter. Weil, kein Plan, wie soll ich das sonst machen? Also, ne, wir müssen auf jeden Fall da an diesen Eimer, das ist ganz klar. Aber an den Eimer, da ist leider kein Drankommen, solange wir nicht die Möglichkeit bekommen, dieses Schneemobil fertig zu kriegen. Ich würde das jetzt einfach mal schätzen, dass das dafür ist. Vielleicht ist das auch nur einfach ein cooles Feature, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nur dieses blöde Schneemobil, da fehlen noch zwei Teile und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo diese Teile sein könnten. Noch nicht mal, wo sie sein könnten. So, und dann wird es natürlich irgendwann sehr, sehr schwierig, ohne eine Ahnung, ist immer doof. Keine Ahnung zu haben ist grundsätzlich immer doof, aber in dem Fall besonders. So, jetzt habe ich hier gerade nicht aufgepasst. Jetzt wären wir fast da vor das dumme Ding gefahren. Gut, wir sind wieder da. Hurra. Da, wo wir angefangen haben, sind wir jetzt wieder. Das ist ja alles eine Scheiße hier. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Hier wirst du doch bescheuert. Mein Gott, nee. So. Carl hadn't lived up to his good finder reputation. He still hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. Ja, ich weiß. Das ist ja die Scheiße. Wir haben bis hierhin noch nichts Wertvolles gefunden. Sag mal, wie komme ich denn jetzt hier rein? Bin ich denn total bescheuert oder was? Ich renne hier dreimal dran vorbei. So, hier ist kein Motor. Was für ein Nutzen hat ein Wagen ohne Motor? What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. Tja. Das ist tatsächlich wirklich ziemlich interessant hier. Also wie Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Ja, mein Gott, stell dich nicht immer so an. Du bist ein paar Minuten draußen hier. Mein Gott, ne. Das wirst du ja wohl mal aushalten. Ich muss viel schlimmere Sachen hier aushalten. Ich muss von A nach B laufen hier, ohne zu wissen, wo ich wirklich hin muss. Das ist zum Kotzen. Ach ja. Wir suchen zwei Sachen. Wir suchen diesen Sitz und wir suchen diese Lenkstange. So, zwei Sachen. Das kann ja normalerweise nicht so schwer sein. Was haben wir hier? Ist das der Sitz? Ich werde nicht mehr. Leute. Okay, jetzt fehlt aber wenigstens noch nur noch diese bescheuerte Stange. Das ist schon mal ein erster Fortschritt. Wir gehen mal nochmal hier rein, uns ein bisschen wärmen. Ist das scheiß Feuer noch an? Das Feuer ist noch an. Das glüht, als ob es gestern wäre.
So, sehr schön. Ja, also diese Stecknadeln, die scheinen da tatsächlich für interessante Orte zu stehen. Da kann man jetzt mit fast absoluter Sicherheit von ausgehen. Die Dinger, die sind sehr wohl platziert da. Denn wo die eine Stecknadel ist, haben wir gerade die komische Höhle gefunden. So, jetzt schauen wir mal hier, ob wir hier vielleicht irgendwo das Zeug finden, was wir vielleicht noch brauchen. Hier diesen Whisky oder was auch immer. Schlechter Wein schmeckt auch aus abgedrehten Flaschen. Ja, können wir aber nicht nehmen, ne? Das ist das Problem. Ich dachte, das könnte uns vielleicht helfen hier. Aber das sieht nicht so aus. Was haben wir hier? Wieder diese komische Steinsammlung. Auch nicht so toll. Ja. Mann. Was haben wir hier? Ja, das ist nur Milch. Was haben wir denn da? Das ist Schmerzmittel. Auch nicht das, was ich gesucht habe. Alter. Mann. Hier auch nicht. Was haben wir hier? Auch nicht. Hier sind auch keine Lenkstangen zufällig, ne? Ne, das sind irgendwelche blöden Fallen. So eine Rotze. Ist hier noch irgendwas Brauchbares? Nein. Hier auch nicht. Nein. 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 Gut, wir machen hier aufgrund der Länge einfach mal einen kleinen Schnitt und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und hoffen, dass wir dann dieses scheiß Schneemobil zu Ende bauen können. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin alles Gute, ciao.